Redner in dieser Debatte ist der Kollege Ruprecht Polenz für die Fraktion der CDU-CSU. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, als Frau Beer vorhin zum Rednerpult ging, habe ich mich gefragt, wie wäre das wohl, wenn Sie eine Ihrer Reden zum gleichen Thema von 1995 oder 96 halten würde. Und das hat dann Frau Lippmann übernommen. Insofern bin ich da auch noch mal auf meine Kosten gekommen. Meine Damen und Herren, ja, aber die Argumente waren ja ziemlich gleich. SPD und Grüne wollen den Eindruck erwecken, und Frau Beer hat das heute auch wieder versucht, als gäbe es seit 1998 eine grundsätzlich andere Rüstungsexportpolitik. Den Eindruck müssen Sie auch erwecken, weil Sie ja die Vorgängerregierung kritisiert haben, und das sind die Debatten von damals gewesen. Sie habe Waffen exportiert auf Teufel komm raus, gleichsam ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn man diese alten Debatten nachliest, dann findet man die Zitate von dem Tod, der ein Meister aus Deutschland sei, und Ihre Vorwürfe von damals, wo man auch illegale Exporte der alten Bundesregierung zur Last gelegt hat. Was hatten Sie den Wählern 1998 versprochen, Frau Beer? In Ihrem Programm heißt es wörtlich, wir wollen Rüstungsexporte außerhalb der EU, der USA und Kanadas unterbinden und ihre Subventionierung beenden. Und die SPD hat in ihrem Programm geschrieben, unser Ziel ist es, den Export von Waffen und Rüstungsgütern zu verhindern. Punkt. Gemessen an diesen Vorgaben und an ihren eigenen Zielen ist die rot-grüne Rüstungsexportpolitik zweifellos gescheitert. Das ist nicht meine Feststellung, sondern ist das wörtliche Ergebnis einer ausführlichen Bewertung von Sibylle Bauer vom Institut für Europäische Studien der FU Brüssel, die jetzt kürzlich in der Frankfurter Rundschau ausführlich nachzulesen war. Und Frau Beer, Sie haben die Fachgruppe Rüstungsexporte der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung zitiert. Die stellt in ihrem Rüstungsexportbericht 2001 fest, wörtlich, der deutsche Export an Kriegswaffen und Rüstungsgütern ist seit 1998 nicht zurückgegangen, sondern hat inzwischen wieder das Niveau der frühen 90er Jahre erreicht. Ende des Zitats. Der Rüstungsexportbericht der Bundesregierung versucht, dieses Ergebnis zu kaschieren. Gleich zu Anfang wird hervorgehoben, Herr Staatssekretär, 2000 seien 53% weniger Kriegswaffen exportiert worden als im Vorjahr. Donnerwetter, kann ich da nur sagen, da wird sich die grüne Basis ja freuen. Ich habe noch mal den Vorjahresbericht nachgelesen. Dort wurde herausgestellt, etwa ein Drittel der Kriegswaffenexporte gehen auf Lieferung von zwei U-Booten nach Israel zurück. Die Lieferung stand damals im Zusammenhang mit Zusagen aus dem Golfkrieg. Es ist schon ein merkwürdiger Umgang mit Statistik, dass man die aus diesem Grund hohen Zahlen vom Vorjahr zum Vergleichszeitpunkt so ausdrücklich betont, um daraus dann eine drastische Verringerung des Exports von Kriegswaffen zu folgern. Es stehen jetzt Vertragsabschlüsse über die Lieferung von U-Booten nach Südkorea und von U-Booten und Fregatten nach Südafrika ins Haus, die noch nicht in der Exportstatistik erfasst sind. Im kommenden Jahr ist deshalb mit einem Anstieg von Kriegswaffenexporten in Drittländer zu rechnen. Wie ich Sie kenne, werden Sie das dann uns in die Schuhe schieben, wenn Sie nach dem 22. September als Opposition den künftigen Rüstungsexportbericht kritisieren. Aber wie sieht denn die Wirklichkeit wirklich aus? Deutschland hat auch unter der CDU-geführten Bundesregierung eine restriktive Rüstungsexportpolitik betrieben, und das wird auch eine künftige CDU-geführte Bundesregierung so tun. Der heute gültige Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren, der zu Recht als großer Fortschritt auch in dem Bericht gelobt wird, stammt vom 8. Juni 1998. Die CDU-geführte Bundesregierung hat diesen Kodex maßgeblich mit herbeigeführt, um die eigene restriktive Praxis auch auf europäischer Ebene durchzusetzen. Und insbesondere Außenminister Kinkel, Herr Heuer, und Sie damals auch als parlamentarischer Staatssekretär bzw. Staatsminister hatten daran großen Anteil. Meine Damen und Herren, wenn man sich die Entwicklung der deutschen Rüstungsexporte in den zurückliegenden Jahren anschaut,
dann hat die Stiftung Wissenschaft und Politik die vier wesentlichen internationalen Statistiken ausgewertet und kommt dabei zu folgendem Ergebnis. Ich zitiere: Im internationalen Rüstungshandel der 90er Jahre spielen Deutschland und die deutsche Industrie nur eine marginale Rolle, wenn man vom Marineschiffbau absieht. Anders als die öffentliche Diskussion oft naheliegt, gilt dies insbesondere für den Export konventioneller Waffen in Entwicklungsländer. Die Statistiken machen daher auch deutlich, dass mit Ausnahme des Marineschiffbaus die deutsche Rüstungsindustrie im internationalen Rüstungshandel kaum von Bedeutung ist. Ende des Zitats. Zum gleichen Ergebnis kommt auch die Fachgruppe Rüstungsexporte der Konferenz Kirche und Entwicklung. Ich zitiere: Deutschland hat über Jahrzehnte hinweg eine vergleichsweise zurückhaltende Rüstungsexportpolitik verfolgt. Sie brauchen also kein schlechtes Gewissen zu haben, meine Damen und Herren von den Koalitionsfraktionen, dass Sie diese Politik nicht geändert haben. Sie sollten dann aber auch nicht so tun, als hätten Sie es getan. Es gab letztes Jahr ein ziemliches Spektakel um den Testpanzer Leopard für die Türkei. Und Sie haben immer wieder auch sehr dramatisch öffentlich Rüstungshilfe für diesen NATO-Partner infrage gestellt. Und an diesem Punkt zeigt sich natürlich die Widersprüchlichkeit rot-grüner Politik. Die Türkei wird jetzt Führungsnation bei den Friedenstruppen in Afghanistan, weil die Bundeswehr nicht so ausgestattet ist, dass wir diese Aufgabe übernehmen könnten, was im Interesse der afghanischen Regierung ohne Zweifel der Fall gewesen wäre. Jetzt, meine Damen und Herren, hängt auch die Sicherheit der deutschen Soldaten in Afghanistan unter anderem davon ab, wie gut türkische Soldaten für ihre Aufgabe dort ausgerüstet sind. Ich bin gespannt, wie lange Rot-Grün diesen widersprüchlichen Spagat noch vorführen will. Gute Ausrüstung für die türkischen Soldaten, aber am liebsten keine Waffenlieferung an die Türkei. Es gibt auch noch einen zweiten Schwachpunkt in Ihrer Politik. Das ist die Auswirkung der dramatischen Unterfinanzierung der Bundeswehr auf die Rüstungsexporte. Weil der Verteidigungshaushalt nicht ordentlich finanziert ist, soll Scharping die nicht mehr benötigten Waffen verkaufen und den Erlös kann er dann behalten. Dieser 46-seitige Katalog von Überschusswaffen, der heute schon mehrfach zitiert worden ist, der ist jetzt vom Verteidigungsministerium an 53 Verteidigungsattachés in deutsche Botschaften geschickt worden, damit diese Bestellung hereinholen sollen. Aber nach der Intervention des Auswärtigen Amtes darf er jetzt nicht an alle vorgesehenen Adressaten verteilt werden. Meine Damen und Herren, wir müssen im Deutschen Bundestag und sicherlich in Zukunft stärker auch mit den Fragen beschäftigen, die sich aus der Internationalisierung und europäischen Kooperation bei der Rüstung ergeben. Hier müssen wir auch das Europäische Parlament in diese Aufgabe mit einbeziehen. Lassen Sie mich zusammenfassend zum Schluss kommen. Niemand in diesem Haus sieht Waffen als einen Exportartikel wie jeden anderen an. Niemand will die restriktive Rüstungspolitik aller Bundesregierungen ändern. Und wir stehen gemeinsam vor der Aufgabe, dieses Ziel auch bei zunehmender Internationalisierung der Rüstungsproduktion zu erreichen. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird